Hallo, ich bin Ulrich und jetzt geht es in dieser ganzen Playlist darum, ein bisschen Ordnung zu bringen. Und hier soll es heute jetzt mal darum gehen, wie sieht jetzt mein Rechnerkonzept überhaupt aus? Die erste Frage, die man da stellt, warum habe ich kein Notebook? Notebook ist grundsätzlich fändbar. Wenn ihr mal in meinen Privatkanal guckt, so ein normaler Rechner ist, ja, wenn es mehrere sind, auch fändbar. Das nimmt man aber in der Regel nicht mit, weil der Aufwand und der Ertrag in keinem Verhältnis zueinander stehen. Also den Schrott, den Elektronikschrott, den ich hier rumstehen habe, der wäre auch, wenn der AXA Colonia das gelingt, was sie ja vorhat, wäre der trotzdem nicht fändbar. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. In der Wohlverhaltensphase darf ich ja Kapital wieder aufbauen. Das ist 58 CZBO, 7/3-Problematik, habe ich ja erklärt. Auch ein Notebook dürfte ich davon kaufen. Auch ein höherwertiges, wenn ich will. Aber jetzt gibt es ja diesen einen Gläubiger namens AXA Colonia oder AXA Deutschland, die versuchen mich ja aus dem Privatinsolvenzverfahren zu kicken. Mit allen Mitteln. Da nehmen die richtig Geld für in die Hand. Und darum ist es immer noch so riskant, wenn die jetzt mich wirklich aus dem Privatinsolvenzverfahren kicken. In dem Moment fangen wir wieder bei Null an. Das heißt, in dem Moment würde der Gerichtsvollzieher wieder hier auf der Matte stehen und auch der Vollzugsbeamte vom Finanzamt. Und die dürften dann diese Sachen durchaus wieder pfänden. Und das will diese Versicherung ja. Darum also nach wie vor kein Notebook. Es gibt noch einen weiteren Grund. Die Notebooks, die ich in der Phase gehabt habe, als es mir mal gut ging, wirklich gut. Wobei heute geht es mir, wenn ich nach vorne gucke, eigentlich auch nicht schlecht. Zwei Notebooks sind mir geklaut worden. Zwei weitere Notebooks sind kaputt gegangen und wenn der ein Teil kaputt geht, ihr repariert an den Dingern nichts. Da könnt ihr mir nicht erzählen, dass selbst wenn ihr hingeht, eine SMD-Lötstation kostet so über den Daumen ab 30.000, 40.000 aufwärts, dann könnt ihr zwar den Grafikchip von der Graka runterlösen, aber dann habt ihr noch keinen neuen Chip. Und dann müsst ihr auch zumindest eine SMD-Station oder eine SMT Station haben, selbst wenn ihr danach löten wolltet, wenn das was rettet. Ja, und dieses mit dem Backofen, da ist ja noch nicht geklärt, was da und so weiter. Ich schweife gerade ab. Gut. Darum also kein Notebook. Zwei Notebooks sind mir kaputt gegangen. Zwei Notebooks sind mir geklaut worden. Es ist mir in meinem Leben erst ein Notebook wirklich an Altersschwäche gestorben. Von daher auch deswegen keins. Neben der ganzen Privatinsolvenzsache und dem Krieg mit der AXA Colonia, den die da machen, also die halten mich unheimlich auf Trab im Moment. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht das denn aus? Dann habe ich mir nämlich überlegt, eigentlich brauche ich auch kein Notebook. Wofür? Dass ich auf Achse bin und 50.000 Kilometer im Jahr runterreise, die Zeiten sind vorbei. Da gibt es ja auch ein Video zu. Und da hatte ich auch ein Notebook und da habe ich es auch wirklich gebraucht, weil so einen richtigen stationären PC ins Hotelzimmer zu schleppen, geht irgendwie nicht so einfach, ne? Mit dem Handy arbeiten, ja, aber auch Handys gehen mal kaputt. Da hatte ich ja den Unfall im Tripsesser Moor. Das war ja auch so der Auslöser. Da stand ich erstmal ohne Handy da, beziehungsweise nicht ganz ohne Handy, sondern mit so einem uralten Teil. Und glaubt mir, das ist so alt, das interessiert wirklich auch keinen Gerichtsvollzieher mehr. Das muss man immer auch beim Leben in der Wohlverhaltensphase. Da gibt es ja das Video Rückblick auf 2016. Muss man diese Fändbarkeit dieser Gegenstände im Kopf haben. Jetzt habe ich vier stationäre PCs. Die gucken wir uns jetzt mal an. Nicht erschrecken, wir werden da auch ins Gästezimmer kommen und in den Partykeller kommen. Und der Rechner, an dem ich hier sitze, das ist so der Alltagsrechner. Da gucken wir uns jetzt mal an, wie das jetzt weitergeht. Jetzt habe ich die Kamera mal vom Stativ genommen, weil ich jetzt hier mal in meine Rummelbude, in meine Räuberhöhle, ein bisschen filmen will. Die Kamera ist eigentlich, das ist die Zoom Q4, eigentlich dafür so gar nicht gemacht. Aber wir gucken mal. So, also, das hier ist der normale Rechner, den ihr ja aus diversen Videos kennt. Da unten liegt ziemlich viel Kabelsalat. So, die Klappe hier vorne ist schon abgebrochen. Hier drunter müsste sicherlich auch mal Staub gesaugt werden. Das ist, wie gesagt, der FX 4300. Hier sitzt übrigens diese Lüftersteuerung von mit der das erfolgreichste Video, was nur Dislikes kriegt, mal gestartet wurde. Gut. Ja, und das ist der Monitor dazu. Ganz normale uralte Tastatur. Damit mache ich meine normalen Alltagsaufgaben. Damit schneide ich auch gerne mal YouTube-Videos. Dann gehen wir mal weiter. Das ist der Schreibtisch von der anderen Seite. Der uralte Monitor und das ist der NoFan.
der, wie gesagt, keine beweglichen Teile drin hat. Da sieht man den Kühler für die CPU, das ist natürlich ein entsprechender Oschi, da die Grafikkarte ohne Propeller. Und wie gesagt, wichtig ist Full ATX. Ja. So, ja, das ist so eigentlich der zweitrechtste Schneller. Das ist der zweitrechtschnellste Rechner. 1, 2, 3. Da sitzt, glaube ich, ein Athlon X4 drin, also auch AMD. Gut, dann gucken wir mal weiter. Jetzt gucken wir uns mal zunächst mal den Viertrechner an. Nicht den Drittrechner, den Viertrechner, weil der nebenan im Gästezimmer steht. Auch hier liegen ziemlich viele Kabel rum. Da sieht man schon einen Röhrenmonitor. Den habe ich auch mal irgendwann geschenkt gekriegt. Der war eigentlich immer sogar recht gut und ist auch heute noch recht gut. Da liegt meine letzte Mark. Ja, auch einfach billige Tastatur dran. Und das ist das Gehäuse. Da ist noch ein USB, wer gucken will, 1.1. Auch der war seinerzeit richtig teuer, kann ich mich entsinnen. Hier ist noch so ein Restlautsprecher. Die waren auch nicht billig. Ja, und das Gehäuse hat schon Löcher. Das ist ein BTX-Gehäuse. Und hier sieht man auch Fujitsu Siemens. Ja, da sitzt drin. Also da sitzt drin irgendeine Intel CPU mit 1,6 GHz, aber Single Core, also auch uralt. Ja, wofür braucht man sowas? Der ist eigentlich nie an, der ist auch jetzt nicht angeschlossen, nicht wirklich. Internet liegt hier wohl, also auch per Kabel. Wenn mal alle Stricke reißen und der Blitz kommt oder sonst wie was nicht funktioniert und alle anderen Rechner nicht mehr funktionieren, dann wird der wahrscheinlich noch laufen. Drucker sind bei mir immer so ein bisschen stiefkindlich. Da steht mein uralter Laserdrucker. Der tut's aber auch noch. Ja, und wo wir bei Druckern sind, das ist jetzt so der, spielt aber auch eigentlich keine Rolle. Ne, der wird nur wenig benutzt, weil, ja, wofür braucht man eigentlich einen Drucker heutzutage noch? Ne? Aber man braucht ihn doch immer noch und kann dann nicht verlegen drum sein. Ob ich mir einen Tintenstrahler wieder kaufen würde, schauen wir mal. So, auf in den Keller. So, hier ist noch extra eine Sicherung davor, waren wohl mal Kinder im Hause. Ja. Ja, und hier sieht es halt aus, wie es in so einem Keller halt so aussieht, ne? Ja, und dieses war mal... Licht ist an, ein Partykeller. Ein bisschen geräumt habe ich hier schon, ganz fertig sind wir noch nicht. So, und das hier ist im Prinzip der Dritt-PC, das ist ein Athlon 2X2. Momentan ist kein Speicher drauf. Hier liegen Teile wie Lautsprecher, nicht festhalten, ein Monitor. Das ist das Gehäuse, das muss aber jetzt auch ersetzt werden, weil mir ist das Netzteil über den Jordan gewuppt und in die, ja, muss man eigentlich nicht zeigen, ne? In die alten Gehäuse kommen die Netzteile ja nach oben und die Netzteile, die man heute zu kaufen kriegt, gehören ja nach unten. Ja, ist halt so. So, hier habt ihr schon gesehen, da liegt alles Zeugs drin zum Roboter bauen. Irgendwo muss doch hier, da ist ein Raspi. Ich weiß jetzt nicht, ich fange jetzt nicht an da zu suchen, zu grabbeln. Da müsste auch noch ein Arduino drin sein. Ja. So, viel mehr Kabel. Das sind noch Umzugsboxen vom Umzug hierher. Da gab es ja die Geschichte mit der drogensüchtigen Kindergärtnerin. Chips, Widerstände, was man halt so mit sich rumschleppt, Akkuladegeräte, was man so alles so findet, Diodensammlung, ja. Wollen wir gar nicht unbedingt weiter gucken, hier liegt noch ein altes 60-Volt-Telefon. Schön, ne? Ja, Kartons für Netzteile, die haben sich übrigens auch bewährt, aufzuheben. Okay, wollen wir da nicht weiter gucken? Drehen wir uns mal so um. Wie gesagt, das soll jetzt mal der Keller werden, wo ich damit anfangen kann, Roboter wieder zu bauen, wenn ich besagten Computer wieder zusammengebaut habe. Ach ja, eins gibt es noch zu sagen, oder wer das gesehen hat, hier stehen natürlich die alten Dias und das hier ist, kennt ihr das noch? Ein Super 8 Projektor. Der tut's auch noch, den habe ich sogar, der ist sogar noch relativ neu. Weil das Problem ist ja immer, ob machen wir ihn sofort kaputt, ja. Dass man Super 8 Filme nicht digitalisieren kann, also nicht mit vertretbarem Aufwand.
digitalisieren kann. So, jo, das soll es gewesen sein. Gehen wir wieder nach oben ins Arbeitszimmer. So, einen Bonus haben wir noch, fällt mir gerade ein. Wir haben ja noch einen Rechner im Hause. Festhalten. Das da ist jetzt kein Witz, das ist mein allererster Monitor aus den 80er Jahren. Ja, den, mein Vater will den immer gerne noch haben. Da steht noch ein Laserdrucker, ich weiß nicht, wo wir den noch hergekriegt haben. Das Faxgerät haben wir seinerzeit auch mal für viel, viel Geld gekauft. Heute nicht mal mehr angeschlossen, braucht man nicht. Hier oben alles noch ISDN-Technik, da muss ich auch mal demnächst dran. Ein einfacher Router, tut auch seinen Dienst, ja. Das ist halt so eine Technik, die ja, funktioniert halt, und da sind halt alte Leutchen, die haben sich dann daran gewöhnt, die haben dann einen Zettel daneben liegen. Das kennt ihr vielleicht auch. Die legen sich dann einen Zettel daneben, wo sie wann wohin klicken müssen. Ja, da läuft ein uraltes SUSE, ist da drauf, und mein Vater weiß halt, wie er da welchen Klick setzen muss, um seine zwei Homepages, die er dann alle 3 Monate einmal besucht. Ja, darum steht, wird dieser Rechner noch so notdürftig, so irgendwie mit dem Tropf am Leben erhalten. Er funktioniert noch. Ich habe kürzlich mal reingeguckt, ob da noch irgendwas drin ist, was man noch irgendwo zeitgemäß ist. Nein, es geht beim Format des Gehäuses los. Dass da Speicherbausteine drin sitzen, die ich nicht mal mehr zusortieren kann. Also noch vor DDR-Zeiten und so weiter. So, das soll es gewesen sein. Und jetzt fangen wir an, mit den eigentlichen Playlists zu arbeiten. Ja, warum ich kein Notebook habe, habe ich gesagt. Die 4 Rechner, beziehungsweise theoretisch sind es 5. Oder wenn man die Raspis mitzählen will, theoretisch sollen es 12 Komponenten sein. Plus 4 Rechner. Und denkt dran, ein Dislike hat den Wert von 1000 Likes. Bis dahin, tschüss.